Deutschland 55, Belgien 1, Holland 25, Frankreich 86, Italien 48, Spanien 34, Portugal 2, England 450, Polen 38, Tschechien 5, Slowakei 3, Ungarn 7, Rumänien 21, Türkei 14, Estland 9, Litauen 1, Lettland 3, USA 2223, NATO 16, Koalitionskräfte in Afghanistan. Kameraden, ihr seid nicht allein, wir stehen hinter euch. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich übergebe jetzt das Wort an den Vertreter des Bund Deutscher Veteranen, Professor Lanzig Müller, Kamerad Afghanistan-Veteran und Buchautor. Robert? Kameraden, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Heute ist unser Tag. Der Tag, an dem wir unser Veteranenfest feiern. Der Tag, an dem wir uns erinnern an unsere gefallenen Kameraden und sie ehren wollen. Sicher, es gibt etliche Menschen, die sich nicht erinnern lassen wollen an Krieg und Leid, die möglicherweise auch der Ansicht sind, es sollte keine Soldaten geben. Auch ich wünsche mir, dass der Begriff oder die Begriffe Soldat, Krieg und Leid eines Tages der Vergangenheit angehören. Zu Worten werden, deren Bedeutung man vergessen hat. Ein flüchtiger Blick auf die aktuellen Geschehnisse in der Welt genügt jedoch, um mir bewusst zu machen, dass wir Menschen noch Generationen davon entfernt sind, in absolutem Frieden miteinander zu leben. Ich bin mir leider nicht einmal sicher, dass wir überhaupt dazu fähig sind. Darum braucht eine Gesellschaft, eine friedliebende Gesellschaft, Soldaten. Und sie braucht vor allem ihre Veteranen, Menschen, die bereits Verantwortung für ihr Land getragen haben, Menschen, die auch jetzt und in Zukunft Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Viele von uns waren bereit, ihr Leben und ihre Gesundheit für die Ideale unserer Gesellschaft zu opfern. Viele von uns waren dem Tod bereits näher als dem Leben. Viele unter uns würden lieber vergessen, als sich zu erinnern. Aber wir können nicht vergessen und wir dürfen nicht vergessen. Der Umstand, dass nach dem Zweiten Weltkrieg unsere neue Gesellschaftsordnung von Veteranen erschaffen wurde, erscheint so selbstverständlich, dass kaum jemand einen Gedanken daran zu verschwenden scheint. Wer war denn damals nicht vom Krieg geprägt? Wer hätte diese Aufgabe denn übernehmen sollen, wenn nicht die Männer und Frauen des Zweiten Weltkrieges? Ich denke schon, dass man sich bewusst machen sollte, dass es Veteranen waren, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen eine neue Gesellschaftsordnung erschaffen haben. Doch Erfahrung lässt sich nicht weitergeben. Erfahrung muss man erwerben. Und Wissen geht verloren, wenn es nicht gepflegt wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns als Veteranen in der Gesellschaft zeigen. Es ist wichtig, dass man uns warnt und uns hört. Wer, wenn nicht wir, soll sich für die neue, folgende Generation von jungen Soldatinnen und Soldaten einsetzen? Wer, wenn nicht wir, soll für Frieden und für einen verantwortungsbewussten Umgang mit unserer militärischer Gewalt plädieren? Deutschland hat eine neue Generation Veteranen. Es ist jetzt an uns, unsere Erfahrung und unser Wissen in die Gesellschaft einzubringen. Liebe Freunde, liebe Veteranen, ich wünsche euch ein schönes Veteranenfest.
Lass mir auch meine Haare verziehen.